Baseline. Hallöchen und grüßt euch! Heute bin ich hier mit einem neuen Video und zwar mit einem Informationsvideo zu den Riesenrädern. Viele Leute glauben ja an den Mythos, dass man die Riesenräder mit dem Cargo-Bob anheben kann. Das heißt einfach drei Cargo-Bobs in die richtige Position lenken und dann im gleichen Moment anheben. Also sprich abheben und dann das Riesenrad somit automatisch ausklinken, dass man es mit in die Luft ziehen kann und dahin tragen möchte, wo man es hinhaben will. Aber meine Freunde, ihr könnt mir glauben, das geht nicht. Ich hab's wirklich ungelogen 35 Minuten gemacht mit vier anderen Leuten. Wir haben uns gegenseitig so einmanövriert, dass wir richtig stehen und es geht nicht. Ich habe so viel Zeit verschwendet, aber jetzt wissen wir wenigstens, dass es nicht geht. Und wenn es normal nicht geht, wie geht's dann richtig? Mit Mods, meine Freunde. Da habt ihr schon richtig geraten. Hier, netterweise, dieser Alien war mal hier unser Lieblingsmodder in diesem Moment. Er hat einfach mal es möglich gemacht, dass wir ein UFO in der eigenen Lobby jetzt haben. Und dieser Eier. Ihr habt ja gerade gesehen, dass das UFO im senkrechten Winkel zur Erde stand. Jetzt auf einmal ist es horizontal zur Erde. Das heißt, wir haben zwischendurch die Lobby gewechselt, wie es unschwer aufgefallen ist. Jetzt sind wir nämlich in meiner eigenen Lobby. Ich wurde mit diesen Objekten, die ich zuvor in seiner eigenen Modded-Lobby gesehen habe, infiziert und habe sie jetzt in meiner eigenen Lobby auch. Aber nur, wenn ich Host bin. Und damit kann ich jetzt andere Leute, sprich andere Freunde, die ich beeindrucken möchte, in meine Lobby einladen und damit auch infizieren. Dann sind sie auch infiziert, wenn sie Host sind und können die ganze Zeit dann auch diese Objekte in ihre eigenen Lobby spawnen lassen. Und die liegen hier jetzt unendlich lange rum und hiermit kann man sogar noch Fußball spielen. Wahnsinn, oder? Und die leuchten cool im Dunkeln. Und so ist es natürlich auch mit den Riesenrädern machbar. Hier hatte er leider den Code nicht für sein Mod-Menü, denn jedes einzelne Objekt, was man spawnen lassen kann, besitzt einzelne Codes. Und ja, wie gesagt, ist das nicht so einfach herauszufinden, meinte er. Und er hat diesen Code nicht besessen und deshalb habe ich hier nur Bilder von anderen Leuten zugeschickt bekommen. Nochmal danke an alle, die mitgemacht haben dabei. Und hier seht ihr übrigens jetzt mal vorm Los Santos Customs das Riesenrad spawnen. Man kann es natürlich, häufig wird es nur in der Mitte der Stadt gespawnt, weil das irgendwie einfacher ist. Aber man kann es auch da spawnen lassen, wo man gerade selbst als Modder steht. Und somit ist es dann möglich, dass die Riesenräder auch in eurer eigenen Lobby dann später, wenn ihr damit infiziert seid, vielleicht sogar vorm Los Santos Customs liegen. Und ihr damit auf alle Fälle eure Freunde beeindrucken könnt, wenn ihr selbst nur in der Lobby seid und sie bei euch reinkommen und ein Riesenrad vom Los Santos Customs liegen sehen. Denn ich meine, jeder der Freunde kommt mindestens einmal pro Sitzung zum Los Santos Customs hin. Und übrigens kann man auch dann mit diesen Kackhäufchen infiziert werden oder mit diesen Weedpflanzen, ganz einfach. Die ihr hier gerade seht, hier seht ihr Weedpflanzen kurz kokeln. Ja, da sind sie jetzt, seht ihr sie. Und diese Kackhaufen. Und übrigens, wie die Kackhaufen zustande kommen. Ja, ganz einfach. Er ist Job und muss dann nur irgendeinen Knopf drücken. Und dann kommt dieser Haufen dahin und ihr seht ja, diese Objekte sehe ich hier bei mir und das heißt, dass ich sie in meiner eigenen Lobby dann auch sehe, wenn ich einfach die Lobby verlasse. Und für die Leute, die nicht wissen, was infiziert heißt, das ist einfach so, dass ihr den Mod sozusagen übertragen bekommt auf eure eigene Playstation. Allerdings nur so lange, bis ihr das Spiel verlasst oder natürlich auch offline geht. Ihr könnt zwischendurch in den Singleplayer-Modus gehen, meine Freunde. Ihr seid dann zwischendurch immer noch infiziert, solange ihr nicht das Spiel verlasst. Und das ist es auch, so bekommt ihr die Riesenräder in eure Lobby. Am besten macht ihr es am Wochenende, am späten Abend, da sind die meisten Leute online, denn oft kommt sowas auch von Amerikanern oder Franzosen, wie immer, sie können nicht spielen und die sind sehr häufig am Abend immer online, richtig spät. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dieses Informationsvideo in erster Linie. Wenn ja, würde ich mich über, ja, fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, 222 Likes freuen, denn dann kommt ein Modder-Gameplay. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt das auch mal auf alle Fälle in die Kommentare. Es würde mich richtig freuen, sowas mal auf meinen Kanal hochladen zu dürfen und ich kann es auch gerne kommentieren und euch sagen, wie man sowas bekommen kann und vielleicht, wenn es dieser Mensch hier erlaubt, der hier mit mir in der Lobby war, schreibe ich sogar seinen Gamertag unten in die Videobeschreibung rein und dann müsst ihr da auf alle Fälle mal reingucken. Wenn ihr auch mal solche Mods haben wollt, dann edit ihn dann einfach. Ich glaube, er nimmt euch an, er ist auf alle Fälle richtig nett. Deshalb nochmal ein Dankeschön an dich. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.